Jo Freunde, Servus zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute geht es um ein Thema, was ich immer wieder in den YouTube-Kommentaren lese und mich momentan jetzt gerade ja, irgendwie aufgebracht hat. Und zwar, ich lese immer wieder, dass Leute sich beschweren, dass nichts ins Fitness vorangeht, ja, dass es einfach zu schwierig ist, dass sie es nicht schaffen, Muskeln aufzubauen. Und es passt jetzt eigentlich gerade ganz gut, weil es ist jetzt hier 10:30. Ich bin jetzt hier im Gym ganz alleine, es ist wirklich niemand hier, also komplett leer. Und das ist das Ding, dass, ja, ich wollte einfach trainieren gehen, ja. Alle anderen sind jetzt im Club, sind jetzt feiern, saufen sich jetzt einen ab oder liegen schon im Bett, weil sie zu faul waren oder zu bequem waren, sich jetzt noch aufzuraffen. Und ich bin jetzt hier alleine im Gym. Und immer wieder sehe ich dann die Leute, die da sagen, ja, also ich sehe es immer wieder unter den YouTube-Kommentaren, ja, wie macht ihr das bloß? Ich trainiere schon seit 2-3 Jahren, aber ich baue irgendwie keine Muskeln nicht auf. Ich habe dann immer wieder ein Motivationsloch, trainiere 3-4 Wochen, habe ich jetzt neulich erst gelesen. Er trainiert 3-4 Wochen, dann verliert er wieder Motivation und trainiert dann wieder 2-3 Monate gar nicht. Dann trainiert er wieder 3-4 Wochen und fragt er, was ist da los? Wieso kann ich keine Muskeln aufbauen? Es klappt irgendwie bei mir nicht. Er ist einfach ein Hardgainer, quasi. Er kann aufgrund seines Stoffwechseltyps, was übrigens ein totaler Blödsinn, also ein Mythos ist, kann er keine Muskeln aufbauen. Ja? Und der Grund dafür ist einfach, weil jeder möchte guten Körper haben, jeder möchte schönen Bizeps, Muskeln haben, aber keiner will was dafür tun, Leute. Keiner will was dafür tun. Ja? Das ist unglaublich. Die Leute beschweren sich andauernd, aber im Endeffekt liegt es einfach nur dran, dass du was dafür tun musst. Ja? Keiner bekommt ein Sixpack, keiner bekommt einen dicken Bizeps, wenn er einfach nur auf der Couch liegt und Chips frisst oder wenn er sich im Club bei einem abfeiert. Das geht einfach nicht und es wird auch nicht, es geht nirgendwo. Du wirst niemals viel Geld verdienen, wenn du darauf wartest, dass das Geld zu dir kommt. Du wirst niemals eine geile Freundin haben, wenn du darauf wartest, dass die Freundin bei dir klingelt und fragt, hey, möchtest du bitte mein Freund werden? Und genauso ist es mit dem Bizeps auch. Da steht kein Bizeps vor der Tür und klingelt, hey, ich wär's, der dicke Bizeps, nimm mich bitte auf. Na, so funktioniert das nicht. Und das ist das, was viele Leute beim Fitness, bei dem Sport, bei dem mega geilen Sport Fitness nicht verstehen. Es ist wichtig, Konstanz reinzubringen. Natürlich kann man mal einen Workout ausfallen lassen, wenn es wirklich nicht geht. Aber man sollte immer danach bestrebt sein, zu trainieren. Und der Grund, warum es manche Leute schaffen und manche nicht schaffen, ist, weil es die meisten oder die Leute, die es schaffen, weil die den Sport lieben. Weil sie es gerne tun, weil sie gerne ins Gym gehen. Ja? Weil sie sich schon in der Früh freuen, am Abend trainieren gehen zu dürfen. Und die Leute, die es nicht schaffen oder die es nicht schaffen, lange die Motivation aufrechtzuerhalten, sind die Leute, die es eigentlich gar nicht wollen. Die es eigentlich gar nicht wollen, die zwar den Körper wollen, aber die den Körper nicht für sich wollen, sondern für andere. Zum Beispiel, um Frauen zu beeindrucken. Was übrigens überhaupt nicht klappt, bei den meisten zumindest. Das war auch früher kurzzeitig mein Grund. Aber ich habe dann gemerkt, so nach den ersten 2-3 Wochen Training, fuck, fühlt sich das geil an. Mehr Gewicht zu bewegen, fuck, fühlt sich das geil an, wie sich der Körper verändert. Und das Gefühl nach dem Training, ich glaube, ich kann mir hier jeder bestätigen, ist einfach unglaublich geil. Ja? Bei mir ist es so, wenn ich eine Woche nicht trainiere, ich habe dann schlechte Laune. Und sobald ich wieder aus dem Training komme, bin ich wieder top drauf. Und das wollte ich jetzt einfach mal loswerden, jetzt aus gegebenen Anlass. Ja. Dass keiner bereit ist, etwas für den Körper zu tun, den er haben will. Jeder will sich einfach nur, jeder kauft sich dann Supplemente, hat sich dann verschiedene Supplemente rein, meint dann, dass er damit Wundermittel hat, um Muskeln aufzubauen, aber vernachlässigt die Basics. Ja? Jeder will schwere Gewichte drücken, aber keiner fokussiert sich auf die Grundübungen. So klappt das einfach nicht. Du kannst keine schweren Gewichte beim Kreuzheben bewegen, wenn du es einmal im Jahr machst. Es geht einfach nicht. Du musst den Fokus auf die Grundübungen legen, musst die Basics richtig machen und dann ist es eigentlich mit dem Muskelaufbau ganz einfach. Du musst genug essen, habe ich schon 1000 Mal gesagt, Kalorienüberschuss, dann richtig trainieren, richtige Intensität, richtiges Volumen. Aber der Key
Der verdammte Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich wie überall Konstanz. Du musst dranbleiben. Es reicht dir nicht, wenn du 3-4 Monate im Jahr trainierst und dann wieder den restlichen Jahr nicht trainierst. Du musst konstant dranbleiben. Und jeder, wirklich jeder schafft es, 2-3 Mal pro Woche ins Training zu gehen. Ja? Eine Stunde Training sind irgendwie, was weiß ich, bin jetzt schlechter Mathematiker, 4% von deinem, hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht, 4% von deinem Gesamttagesstunden. Also jeder schafft es. Das wollte ich jetzt nur mitteilen. Ich wollte es einfach loswerden. Musste gesagt werden, musste raus, weil ich einfach immer wieder lese. Und ja, jetzt gehe ich zu meinem letzten Satz. Nicht, dass ich kalt werde. Haut's mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Oder habt ihr auch solche Freunde im Freundeskreis, die immer wieder jammern, es ist nicht möglich für sie, Muskeln aufzubauen. Aber insgeheim wissen sie oder weißt du, dass sie es einfach nicht konsequent durchziehen. Ja, da können sie auch... Da machen sie sich einfach selber was vor. Also schreibt es mal in die Kommentare, lasst mir ein Like da, Daumen nach oben wäre auch geil. Ich gehe jetzt zu meinem letzten Satz, Deadlift. Muss gerockt werden. Deadlift and chill. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Gute Nacht. Ciao.